Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Heute erwartet euch irgendwie ein kunterbuntes Potpourri an Dingen, die wir geplant haben, Dingen, wie sie sich entwickeln, neue Produkte, geliebte Produkte. Es ist wie gesagt irgendwie ein buntes Einerlei und es ist insgesamt zu diesem Look hier geworden. Eigentlich habe ich geplant, heute ein pastell-lilanen Augen-Make-up-Look zu schminken. Ich hatte nämlich, als die neuen Huda Beauty Pastellpaletten rausgekommen sind, jetzt vor kurzem in die lilane Palette verliebt. Hatte mir dann aber überlegt, ob ich vielleicht in meiner Sammlung, weil Pastell ist schon sehr speziell, und hatte mir dann halt überlegt, muss ich jetzt wirklich die 30 Euro ausgeben oder habe ich vielleicht etwas in meiner Sammlung, was in die Kerbe schlägt? Und ich habe tatsächlich einiges, was in die Kerbe schlägt. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren mir mal diese Make-up-Geek-Lidschatten hier angeschafft. Habe dazu auch ein Video gemacht damals. Und da ist halt ein Ton dabei, nämlich dieser hier, der halt total das widerspiegelt, was ich als Pastell einfach so mag und sehe. Und da hatte ich mir gedacht, ich verwende einfach diese Lidschatten. Wie sich aber im Verlauf des Videos herausstellt, sind die leider nicht mehr gut. Ich werde sie entsorgen müssen. Ich habe jetzt auch nochmal alle geswatcht. Es betrifft nicht alle meiner Make-up-Geek-Lidschatten, aber diese hier auf jeden Fall, die können alle in die Tonne leider, weil die Pigmentierung nicht mehr wirklich da ist. Und sie war besser und ich schiebe es jetzt einfach wirklich darauf, dass die schon 4 bis 5 Jahre alt sind. Also von daher werden die jetzt also stark ausgedünnt, meine Make-up-Geek-Lidschatten. Aber was des einen Verlust ist, des anderen Gewinn. Aus meinem Pastell-Augen-Make-up-Look ist einfach jetzt eine Jeffree Star Mini Jarbreaker Review bzw. ein Tutorial bzw. ein Make-up-Look damit geworden. Auch das hattet ihr euch gewünscht. Und ja, ich habe einige dieser Farben in meinem Augen-Make-up-Look jetzt hier heute verwendet. Wenn ihr also Lust habt zu sehen, wie dieser Look entstanden ist, was ich für Schwierigkeiten hatte während der großen Fahrt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Dann geht es jetzt los mit den Lidschatten. Ich beginne heute definitiv mit dem Hopscotch-Ton. Und den trage ich mir jetzt mit einem flach gebundenen Lidschattenpinsel auf mein bewegliches Augenlid auf. Ich fange einfach mal irgendwie an. Ich habe mein Augenlid wirklich nur mit Concealer und Setting-Puder vorbereitet. Ich hole euch mal ein bisschen rein. Und ich beginne mit diesem Auge, weil das auch definitiv das bessere Auge heute ist. Oh ja. Also dafür, man muss auch mal sagen, diese Lidschatten sind halt wirklich 4, 5 Jahre alt, ne? Ich finde es ja sehr schade, dass man Make-up-Geek jetzt momentan nicht mehr bei Beauty Bay bekommt. Früher konnte man sie ja bei Beauty Bay beziehen. Aber die haben das irgendwie aus dem Sortiment genommen. Ich weiß gar nicht, warum. Was ich definitiv habe, ist ein bisschen Fallout. Das seht ihr auch hier unten. Aber ich hasse es. Ich hasse es wirklich, mein Augen-Make-up erst zu machen und dann mit dem Gesichts-Make-up zu folgen. Ich mag das einfach überhaupt nicht. Ich bin einfach der Typ, erst Gesicht, dann Augen. Was mich ein Ticken stört, ist, als Info für euch, dass hier im inneren Augenwinkel, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass trotz Abpuderns der Lidschatten hier nicht so richtig gut hält. Hier außen kein Problem, aber hier drinnen habe ich ein bisschen Probleme. Es ist jetzt tatsächlich so, ich muss sehr oft rein in die Palette, um es wirklich deckend zu kriegen. Wie gesagt, kann an meiner Base liegen, kann einfach an dieser Pastellgeschichte liegen.
aber es ist ein bisschen tricky. Ich behalte doch nochmal meine Make-up-Geek-Lidschatten und verwende mal diese Farbe hier. Wie hieß die noch? Motown oder so? Motown, genau. Und gehe mir damit mal mein äußeres V. Ich nehme mir jetzt nochmal die Farbe Bite Me aus der Jeffree Star Palette. Da mir das nicht so gut gefällt hier. Ich finde, er ist ein bisschen patchy, aber es ist halt auch lila, ne? Gefällt mir auf jeden Fall besser mit dem Jeffree Star Ton. Ich vermute mal, dass der matte Ton von Make-up Geek ein bisschen drüber ist. Ich gehe mir jetzt auch mal ein bisschen hier unten längs, weil sonst ist mir das hier am Ende ein bisschen zu extrem. Und dann nehme ich mir die wunderschöne Farbe Oral, das ist dieser Ton hier. Und ich gehe jetzt tatsächlich mal komplett weg von diesem Pastell-Ding, weil dieser pastell-lilane Ton hat einfach nicht so richtig hundertprozentig für mich funktioniert. Aber das macht gar nichts, komm. Wir gehen einmal mit dem lilanen, irisierenden Ton über das bewegliche Augenlid und so ein bisschen darüber hinaus und lassen das einlaufen in den Bite Me. So, und so schnell wird das Ganze dann zu einem Mini-Jawbreaker Make-up-Look. Ich werde mir jetzt nochmal die Farbe Double Scoop nehmen, das ist diese hier, und benutze die nur so ein ganz, ganz kleines bisschen, um meinen oberen Lila-Rand so ein bisschen zu verblenden. Nur ein ganz klein wenig. Eigentlich ist das nicht super scharf, aber ich möchte es halt noch ein bisschen feiner haben. Und ihr seht halt auch, ich will gar nicht, dass da groß Farbe rankommt in Gelb, sondern ich möchte einfach nur einen Radierton haben. Und das mache ich mit diesem Gelbton. Um das Ganze jetzt aber mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsache runterzuholen, benutze ich einmal meine Riviera-Palette. Und zwar meinen weißen matten Ton hier, der heißt Sails. Und damit highlighte ich meinen Augenbrauenbogen und meinen inneren Augenwinkel. So, und dann nehme ich mir nochmal die Farben Bite Me und Oral. Behalte den Pinsel, den ich gerade benutzt habe. Und versuche mir nochmal etwas an meinem unteren Wimpernkranz längs zu gehen. Dann blende ich da nochmal so locker flockig drüber. Dann werde ich noch einmal einen hellen Kajal in meiner inneren unteren Wasserlinie verwenden. Wimpern sind getuscht, Freunde. Wimpern sind getuscht. Ist ein Farblook, wo man Lashes draufballern kann, wo man Eyeliner drauf machen kann. Da wir aber einen heiligen Sonntag haben, mittags knapp 23:30 Uhr, habe ich gedacht, Lashes und Liner lassen wir weg. Wir ballern mal richtig Highlighter drauf. Und zwar eine Palette, die ich ewiglich nicht verwendet habe. Von Anastasia Beverly Hills, das Aurora Glow Kit. Und heute werde ich mal diesen Ton hier verwenden, weil er einfach vom Grundton sehr gut zu diesem Look passt. Ich bin gespannt, ob er zu dunkel sein wird. Notfalls mische ich es ein bisschen. Und das ist übrigens die Farbe Spectra. Da gehe ich auch so ein bisschen hier an der Schläfe längs und auf dem Lippenherz und nochmal so auf der Nasenbrücke. Geht auf jeden Fall mit dem Look, würde ich sagen. So, bei der Lippe brauche ich jetzt einen Kontrast für mich von diesem knalligen komplett runter, damit ich das so ein bisschen ausgewogen halte. Und da werde ich wirklich einen meiner solidesten, liebsten Nude-Lippenstifte rauf machen. Und zwar ist es von Urban Decay die Farbe Fuel. Das war erst ein Limited Edition Lippenstift mit der Herausgabe der Naked Heat Palette. Mittlerweile ist der im Standardsortiment und ich finde persönlich, über diese Lippenstifte wird viel zu wenig Gutes berichtet. Denn die vereinen einfach Dinge, die vielen Menschen super, super wichtig sind, nämlich Haltbarkeit, auch bei einer Cremeformulierung wie diesem hier, Farbintensität und die riechen nach gar nichts, und kosten um die 18 bis 20 Euro, was für Parfümerie wirklich okay ist. Ich finde, es gibt viele Lippenstifte, wo du denkst, so, oh ja, du bist ganz schön und irgendwann vergisst du sie.
den vergesse ich nie. Der ist super und es ist wirklich einer, den kaufe ich nach. Und ich liebe einfach diesen Ton. Das ist so ein Peachy Nude, aber nicht zu peachy. Der ist so peachy neutral. Genau. Mega schön. Mega, mega, mega schön. Also, wenn ihr einen richtig schön... Naja, der ist ein bisschen peachy, aber auch irgendwie neutral. Es ist ganz schwer, den zu beschreiben. Wenn ihr so einen Lippenstift sucht, gute Haltbarkeit, kein Geruch, oh, kauft den. Der ist echt toll. So, und weil ich es auch brauchen möchte, verwende ich meinen All-Nighter von Urban Decay. Ich muss sagen, ich verwende das nicht so gerne. Ich musste gerade total lachen, weil Jenny hatte gesagt, sie findet, dass man damit so einen Haarspray-Effekt hat. Ganz ehrlich, das habe ich noch mit keinem Setting-Spray gehabt. Und bei mir ist es eher so, ich mag ja zum Beispiel auch lieber Primer-Sprays, weil ich finde, das ist so eine erfrischende Vorbereitung auf das Make-up. Und bei Setting-Sprays ist es immer so, dass ich denke, ja, okay, du sollst mir einfach nur den Puder-Effekt nehmen. Mein Make-up soll bitte von sich aus halten. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, also für mich, ich finde es okay, aber ja, man hat jetzt für mich das Rad damit auch nicht neu erfunden. Liebe Leute, das war ja jetzt eine mega spannende Aktion, finde ich, ja. Also wir starteten mit dem Wunsch, einen pastelllilanen Look zu machen. Aus dieser Aktion wurde wegen vermutlich gekippter Lidschatten oder abgelaufener Lidschatten irgendwie eine Jeffree Star Mini Jawbreaker Review mit einem wunderbaren lilanen Augen-Make-up-Look, der so in keinster Weise geplant war. Aber ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Ich hoffe, ihr fandet es spannend, mal zu sehen, was man aus etwas machen kann, was so nicht geplant war. Ich hoffe, ihr habt es spannend gefunden zu sehen, wie diese Mini-Jawbreaker einfach funktioniert. Ich finde, die Farben sind als erstes ein bisschen einschüchternd. Und ich muss sagen, der Look, der jetzt mit entstanden ist, also ich hätte es auch nur mit dieser Palette machen können. Und im Grunde ist der Look fast nur noch diese Palette. Und ich finde, dafür ist der sehr, 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 sehr schön geworden. Und auch diese Vorurteile von wegen, man darf mit Schimmer nicht in die Lidfalte gehen. Ja, Freunde, habe ich gemacht. Ich finde es trotzdem mega schön, ja. Ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Bedenken vor Farbe mit diesem kleinen Video jetzt verloren. Wie immer werde ich euch alle Produkte unten in die Infobox schreiben. Wenn ihr also an einzelnen Produkten Interesse habt, schaut da auf jeden Fall mal nach. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen super gerne einen Daumen nach oben, dann freue ich mich wahnsinnig. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Lust habt, mich zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!